Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Wait, was habe ich gemacht? What? Okay. Mit L2 springt man ganz nach oben. Oder ZL. Für mich ist das L2. Ah ja. Alright. Naja, auf jeden Fall geht's weiter mit Angriff aus der Tiefe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Man kann das Duell auch umdrehen. Das bedeutet das. Okay. Was könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben? Sollte ich das machen? Ist das wichtig? Aber eigentlich ist es ja genau das Gleiche. Man wird wahrscheinlich trotzdem gewinnen. Also vielleicht gegen Yui mit Sangan und den Exodia-Teilen. Sehr schwierig. Aber da wird man wahrscheinlich auch gewinnen. Ja, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch sehen wollen. Würdet. Genau. Aber es ist im Endeffekt nochmal das gleiche Duell, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so interessant ist. Yugi begriff langsam, welche Wahrheit und Macht im Millenniums Puzzle lag. Während der Duelle erfüllte das Puzzle Yugi mit der Macht in der Seele eines alten Geistes. Obwohl ihm das eine Menge zum Nachdenken gab, musste er zunächst eine kleinere, aber nicht minder wichtige Angelegenheit regeln. Die Duelle machen mich hungriger. Hat einer von euch daran gedacht, etwas zu essen mitzubringen? Tut mir leid, Joey. Was haben wir uns bloß dabei gedacht, nichts zu essen mitzunehmen? Wie sollen wir denn den Rest des Turniers durchstehen, wenn wir uns nicht stärken können? Das ist eine gute Frage, Joey. Diese Duelle machen einen wirklich fertig und ich habe hier noch irgendwo einen Imbisswagen. Noch nirgendwo einen Imbisswagen und ein Restaurant gesehen. Schnüffel, schnüffel, da drüben kocht jemand etwas. Sie folgten dem Duft bis an den Strand, wo sie in einiger Entfernung ein Lagerfeuer sahen, über dem mehrere Fische gegrillt wurden. Oh Mann, ich liebe gegrillten Fisch. Riecht gut. Und ich wette, er schmeckt sogar noch besser. Wie kommst du darauf, dass du diese Fische essen darfst? Hey, vertraut mir. Erst essen wir und dann stellen wir Fragen. Eure Mägen werden es mir danken. Joey rannte zum Lagerfeuer hinunter. Joey würde wirklich jede Ausrede nutzen, um etwas zu essen zu kriegen. Manche Leute haben einfach keinerlei Selbstkontrolle. Magenknurren. Joey, lass mir was übrig. Tristan rannte hinter Joey her. Es dauerte nicht lange, bis Yugi und Tia sich ihn anschlossen. Joey schnappte sich einen der Fische vom Feuer. Oh Mann, das sieht fantastisch aus. Gerade als die Mitglieder des Teams die ersten Bissen zu sich nahmen, tauchte ein junger Mann mit einem Speer in der Hand aus dem Ozean auf. Genießt das, ihr Fischstiebe, denn das ist eure Henkersmahlzeit. Ich wusste doch, dass das keine gute Idee war. Was glaubt ihr, wer ihr seid, dass ihr mir einfach meine Fische klaut? Hey, beruhig dich, Mann, es sind nur ein paar Fische. Ein paar Fische, die dir nicht gehören, und in Fang eines anderen zu stehen, beweist, dass ihr keine Ehre habt. Moment mal, bist du nicht Marco Tsunami, der bestplatzierte Ozean-Duelland? Und wer bist du? Ich bin Yugi Moto. Es tut mir leid wegen deiner Fische. Du bist Yugi Moto, der einzige Duellant, der jemals Seto Kaiba besiegt hat? Was für eine schöne Überraschung. Ich muss mich entschuldigen, das war unhöflich von mir. Wenn ihr Freunde von Yugi Moto seid, dann kommt bitte, setzt euch und esst euch satt. Das Team setzte sich ans Feuer und aß gemeinsam mit Marco. Anschließend bedankten sie sich bei Marco und wollten gerade aufbrechen, als Marco seinen Speer vor ihnen auf den Boden warf. Ich habe euch zum Essen eingeladen, vielleicht erweist ihr mir die Ehre eines Duells. Er ist verrückt? Nein, aber ich bin ein ausgezeichneter Angler und ihr habt meinen Köder geschluckt. Welchen Köder? Na, den Fisch natürlich. Ich habe ihn als Köder ausgelegt und ihr drei habt angebissen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich Yugi Moto fange. Vor kurzem habe ich einen anderen Duellanten gefangen, aber der war kein würdiger Gegner. Ein Duell gegen dich, Yugi, wäre allerdings eine echte Prüfung. Marco Tsunami, ich nehme deine Herausforderung an. Jesus, es ist deutlich mehr Lesen, als ich dachte, ehrlich gesagt. Dem sein Deck ist auch relativ stark, beziehungsweise es hat auf jeden Fall ein paar gute Kombos. Und zwar mit Umi, also mit dem Ozean. Das ist actually pretty bad für uns. Boah, Biberkrieger ist auch so eine schlechte Karte. Ja. Warte mal. Ah, nein! Oh mein Gott, no! Oh mein Gott, no! Ich wollte mir nur den Effekt durchlesen, Alter. Was, Monster deines Gegners können keinen Angriff deklarieren, aber ich kann schon angreifen, okay. Das war das, was ich wissen wollte, aber ich wollte es trotzdem nicht ausspielen. Ja, toll. Oh man, my bad. Also ich wollte es wirklich nicht ausspielen. Brennendes Land, wenn diese Karte aktiviert wird,
Falls Spielfeldzauberkarten auf dem Spielfeld liegen, zerstöre sie. Während der Standby-Phase jedes Spielers als Zugspieler hält 500 Schaden. Gäh. Als ob's abgekartet wäre, dass wir gegen Marco spielen. Der Einzige ist wahrscheinlich der... Oder naja, nicht der Einzige. Aber einer der wenigen ist, dem sein ganzes Deck eigentlich auf einer Feldzauberkarte basiert. Mehr oder weniger. Mein Monster kann ja nicht zerstört werden, wenn ich in Angriffsverteidigungsposition angreife, ne? Ja, gut. So, dann opfern wir den mal und beschwören unseren Drachenfluch. Alright. End phase. Ja, und da ist auch schon Omi. Aber bringt ihm das überhaupt was? Oh mein Gott, no way. Moment. Ah, wegen Lichtschwert, dann konnte er nicht angreifen. Oh mein Gott, Alter. True. Schon wieder ganz vergessen. Ja, toll, aber das Vieh ist ja so schon viel stärker. Was hat das? 2400? Oh man. Das heißt, es bringt mir nicht mal was. Gott, Yogis Deck ist so scheiße. Es ist unglaublich. Oh, wow. Das ist eine Oldschool-Karte. Jetzt sind meine Lichtschwerter weg. Komm schon, wenn ich jetzt Gaia ziehe. Wenn ich jetzt Gaia ziehe, können wir es vielleicht noch umdrehen. Ja. Ja, gut, okay. Ist aber gar nicht so bad. Warte mal, dann greife ich mal mit dem hier an. Wahrscheinlich nochmal so eine dämliche Schildkröte. Naja. Okay. Dann beschwöre ich ihn. So. Und jetzt kann ich aber nicht mehr angreifen, leider. Ah, der Magier hat eine besondere Animation. Na ja, gut, okay. So besonders war die jetzt auch wieder nicht. Ja, ich muss jetzt sofort sein 2-4-Ding besiegen. Könnte nämlich sein, dass es seine stärkste Karte im Deck ist. Also, ohne dass er sie mit Umi verstärkt. Weil 2-4 ist schon heftig. Yugis beste Karte hat 2-5. Von dem her ist das echt ziemlich gut. Ich habe 2 Fusionskarten in dem Deck. Muss man gleich mal angucken, welche das sind. Oder sehe ich das überhaupt? Das ist einmal Gaia Drachenritter oder wie der heißt. Kann ich mir das angucken, welche ich habe? Oh, es ist zweimal Drachenmeister Gaia, lul. Nevermind. Ja, wobei ich sollte vielleicht mal wieder... Ach komm, du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Ach, leg mich doch. Das ist wirklich ein großes Problem, finde ich persönlich. Dass man Sachen nicht mehr rückgängig machen kann, wenn man sie noch gar nicht richtig gemacht hat. Finde ich persönlich schon ein großes Problem. Der große Weiße. Endphase. Ich hoffe, Yugi hat immer noch Herzes unterlegen in einem Deck. Das andere Deck war ja eigentlich... Ist von seinem Großvater. So, was kann der denn? Ah, nein! Ich wollte mir doch nur den Karteneffekt durchlesen. Warum wird der mir nicht angezeigt? No way.
Kannst diese Karte in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Wenn diese Karte als Flip-Beschwörung beschworen wird, wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, gibt das gewählte Ziel auf die Hand zurück. Oh, wow. Und was habe ich gemacht? Beschwören, wow. Aber eigentlich kann ich den Effekt jetzt trotzdem aktivieren, oder nicht? Naja. Aber ich kann es jetzt nicht mehr als Flip beschwören. Ah, okay. Bin mir auch 1000%ig sicher, dass Yugi diese Karte gar nicht im Deck hatte. Die haben sie eben im Nachhinein reingetan. Die sieht nämlich nicht so aus, als wäre die so alt. Ja, wobei, ja, alt schon, aber Flip-Beschwörung geht jetzt nicht mehr. Nee. Okay, passt. Ja, aber ich glaube, wir haben seine stärkste Karte schon besiegt von Marco. Also ist das jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir gewonnen haben. Weil man sieht es ja, er spielt einfach normale Monster in verdeckter Verteidigungsposition aus, weil er nichts anderes mehr hat. Klassiker. Oh, was ist das? Angriff auf den Mond. Einmal pro Spielzug, wenn die Kampfposition eines Monsters vom Typ Fels, das du kontrollierst, geändert wird, du kannst eine Zauberfeinkarte wählen, die dein Gegner kontrolliert. What? Holy shit. Zack. Yes. Holy shit, Alter, was für eine Combo, ey. Zack. Weg mit dem Schmutz. Alright. Die Karte hat aber safe auch nicht im Deck. Angriff auf den Mond, die Karte im ganzen Leben noch nicht gesehen. Das ist safe nicht Starter-Deck Yugi. Na gut, greifen wir mal mit ihm an. Ach, fuck me. Moment mal, hätte ich den Typen jetzt wieder in verdeckter Verteidigungsposition ändern können? Nicht, oder? Den Wachposten, das geht nur im nächsten Zug. Du musst immer einen Zug warten. Na gut, jetzt... Ah, nein, ich Idiot! Moment mal, Effekt aktivieren, ich wollte es gerade sagen, ja? Alright. Diesmal machen wir es aber anders, wir greifen erst mit Magier an. Sonst dauert mir das hier zu lange. Nicht, dass jetzt wieder diese dämliche Schildkröte oder so ist. Ja, es hätte tatsächlich wieder nicht gereicht. Weil der Ketische, welcher so extrem schwach ist, hätte das Monster wieder nicht besiegt. Alright. Was habe ich denn hier noch? Na gut, dann wechseln wir den hier auch mal in Angriffsposition. Zack. Verziedisch. Ja, das ist GG. Nächste Runde müssen wir gewonnen haben. Das ist so krass, ne? Wenn ich den schwarzen Magier nicht gezogen hätte und der sein 2-Vieh-Viech behalten hätte, hätte ich einfach verloren. Safe. Er ist echt, also das ist so ein Struggle, Alter. Eigentlich auch so lustig, dass der Main-Duellant oder der Hauptcharakter in dem Spiel oder in der Sendung einfach mit Abstand der schlechteste oder die schlechtesten Karten eigentlich hat. Das ist eigentlich schon crazy. Let's go. Das ist ein großartiges Duell. Ich ziehe meinen Hut, mein Freund. Diesen Sieg habe ich mir hart erkämpft, Marco. Du bist auch ein toller Duellant. Oh, ich habe ein Booster Pack bekommen. Der Dinosaurier-Duellant. Mai Valentine saß auf einem Hügel, um ein wenig Zeit für sich zu haben. Ich verstehe das nicht. Die Teufelskerle von Duellanten fertig zu machen, macht normalerweise genauso viel Spaß wie ein Schlussverkauf. Warum habe ich keine Freude mehr daran? Daran ist diese Nervensäge Joey schuld. Kaum zu glauben, dass sein Amateur mich besiegen konnte. Ich muss es diesem grinsenden Mistkerl heimzahlen. In diesem Moment sprang überraschte... Oh. Ja.
In diesem Moment überraschte sie Rex Raptor, den Maya auf dem Weg zum Königreich der Duellanten im Duell besiegt hatte. Ich bin es, Rex Raptor, der Dino-Duellant. Es juckt mich in den Fingern, das Match zu beenden, das wir auf dem Schiff angefangen haben. Komisch, ich dachte, ich hätte schon deinen Jura-Hintern versohlt. Denk doch, was du willst, ich werde dich zertrampeln. Glaubst du wirklich, dass ich auch nur eine Minute mit einem Erbsenhirn wie dir verplempern werde? Hab, Dino-Schnaufer. Kusch, kusch. Krr, Erbsenhirn? Ich war dieses Jahr zufälligerweise im Finale der Regional-Championship und du solltest wissen, dass ich bereits 5 Sternmarken gewonnen habe. Mai hielt ihr Armband hoch und zeigte ihre Sternmarken. Wow, wie hast du schon 8 Marken bekommen? Von Jammerlappen wie dir, die glauben, wenn sie gegen ein Mädel antreten, kommen sie leicht an ein paar Sterne. Ich habe nur einmal verloren, aber sobald ich diesen Miskel Joey finde, zahle ich es ihm heim. Joey Wheeler, wie könntest du nur gegen ihn verlieren? Ich wäre ja gerne dabei, wenn du es versuchst. Da kommt meine Idee. Rex, ich bin bereit, mich mit dir zu duellieren, wenn du mir vorher einen großen Gefallen tust. Mai und Rex haben Yugi und seine Freunde gesucht, in der Hoffnung, so Joey zu finden, und es hat auch nicht lange gedauert. Oh nein, sag mir, das ist nicht die, für die ich sie halte. Wie geht's dir, Joseph? Freust du dich, mich wiederzusehen? Ich bin begeistert. Also, Joey, trägt Yugi immer noch deine Kämpfe für dich aus? Jeder weiß doch, dass du mich niemals besiegt hättest, wenn Yugi dir nicht das Händchen gehalten hätte. Stimmt doch, Yugi, oder? Das stimmt nicht. Ach, wirklich? Dann schlage ich vor, dass er hier und jetzt aus deinem Schatten heraustritt. Wenn Joey denkt, er ist so stark, soll er es beweisen. Na, traust du dich wirklich, dich dem Duellanten zu stellen, den ich für dich gewählt habe? Ich duelliere mich für Mai. Erkennst du mich? Das ist Rex Raptor. Soll mir der Trottel Angst einjagen oder was? Der ist doch auch keine Herausforderung. Erinnerst du dich nicht, Joey? Rex hat bei der Regional Championship den 2. Platz belegt. Nun, Joey, musst du erst noch Mama um Erlaubnis bitten oder was ist los? Das ist deine große Chance, dich zu beweisen, oder kneifst du etwa? Keine Sorge, Schwester, du wirst stolz auf mich sein. Also gut, es wird Zeit, den Dino zu füttern. Duellieren wir uns. Komm schon. Der mystische Schwertkämpfer Level 4. Rüste nur ein Monster, das den Gegner kontrolliert mit dieser Karte aus. Wenn du die Kontrolle über das ausgerüstete Monster während jeder Stand befestigt seines Gegners, erhält 1000 Life Points. Okay. Das ist jetzt so eine schlechte Karte, ey. 1100. Wie kann man sowas nur in sein Deck tun? Oh boy, direkt ein 6 Damage in die Fresse, Alter. Wow, wenn wir jetzt nichts Gutes ziehen, werden wir legit verlieren, ey, holy shit. Die Münze werfen, Boys. Hey, let's go. Ein Deck, das auf Glück basiert, ey. Das muss man sich mal reinziehen, Mann. What? Okay, das ist nicht gut, ja. Hä? Soll ich es nochmal machen? Moment mal, ich hätte ihn auch in... Warte mal, wenn ich ihn in verdeckter Verteidigungsposition beschwöre, kann ich ihn nicht im gleichen Zug aktivieren, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geht. Komm schon. Gott, Alter, was spiele ich hier, Mann?
Problem ist, wenn ich alle meine Zeitzauberer verliere, kann ich 10.000 Dragon nicht mehr beschwören. Hat die wenigstens mal mehr als 1.300? Ja, let's go. Wahrscheinlich hat er jetzt noch eine gute Feindkarte auf dem Feld. Ups. War so klar. Es war so klar, Alter. Er spielt einfach mit Verstärkungen. Was zum Teufel sind das für komische Karten? 2030 Verteidigung? Was ist das für ein Wert? Na, machen wir mal das hier. Die gute alte Sakuretsu-Rüstung. Also halt legit, die hatte ich früher dreimal am Deck, weil die saukrank gut ist. Tja, ich krieg trotzdem 1400 Damage. Irgendwie war das nicht so gut überlegt. Was war Seentausch nochmal? Oh mein Gott, das ist perfekt. Perfekt. Jetzt habe ich aber keine Battle Phase mehr, leider. Nein, einfach schon 10 Karten auf dem Friedhof. Jetzt kommt Polymerization. Toll, ich kann halt nichts ausspielen. Bitte hab weniger als 1800. Oh mein Gott, Alter. Are you fucking kidding me? Ich hab noch 850 Life Points. Ich bin so dead, Alter. Für eine Karte ab, reduziere die Stufe einer Monster in deiner Hand für den Rest des Spielzugs um 2. Oh. Alright. Zack, jetzt hat der nämlich 2-3. Let's go. Battle Phase. Zack. Zack. Nice. Okay, wenn er jetzt nichts mehr Gutes auf der Hand hat, dann haben wir es vielleicht gewonnen. Wäre lustig, wenn man die beiden fusionieren könnte, aber ich wüsste nicht zu was. Leider hat einfach nichts gemacht. Naja. Oh, das heißt, wir haben auch nur 2 Zeitzauberer im Deck. Weil wir haben nur 2x 1000 Dragon. Also haben wir auch nur 2 Zeitzauberer. Probably. Alright. Ich habe aber wirklich auch ihr Herz der Kartenglück, Alter. Ich ziehe immer genau die Karte, die ich brauche, wenn ich kurz vorm Verlieren bin. Das ist echt crazy. Weil ohne Kosten verringern hätte ich jetzt wieder nichts machen können. Wäre jetzt richtig lustig, wenn er irgendwas mit 2800 oder so hat. Und ich verliere dann einfach, weil ich angreife und das viel zu viel Verteidigung hat. Das wäre pretty
Nasty. Oh mein Gott, hat er jetzt einen rotäugigen Schwarzen? No way. No way. Aber wisst ihr, was ich noch auf der Hand habe? No way! Hä, what? Er hat ja gar nichts gemacht damit. Okay, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Egal. Und gewonnen. Vor allem haben die beide nochmal mehr. Oder ne, der hat mehr, ne? Ja. GG, du Trottel. Tja. Herz der Karten, Boys. Dann hast du wohl meine Sternmarken gewonnen. Ich habe nicht nur deine Sternmarken gewonnen, sondern auch deinen Rotäugigen. Hä, wieso? Wieso sollte er jetzt den Rotäugigen bekommen haben? Darum haben die doch gar nicht gespielt. Wow. Joey, klaust du anderen Menschen wirklich ihr Geld? Der musste für diese Karten Geld ausgeben, Bro. Naja, auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.